Hallo, hier ist Gundrat Cha. Black Ops 3 kommt in einem Monat raus. Diesen Clip hier habe ich vor 4 Monaten gedreht. Eine Anleitung, wie man das macht mit Can You Run It? Wegen dem Spiel, ob eure Hardware genügend Saft, also Leistung hat, um dieses Spiel wirklich zu bringen. Weil diese Spezifikationen sind minimal, also das Minimum, nicht empfohlene, einfach, dass man das Spiel knapp zum Laufen bringt. Ich habe es kontrolliert, es ist immer noch das Gleiche. Mir ist die Idee gekommen, weil irgendein Raumschiff-Game die Beta rauskommt und dort hatte man empfohlene Spezifikationen ist so enorm hoch, also ich habe das noch nie gesehen. High-End-Komponente braucht man da, das ist Crysis 3 und Battlefield 4, mehr oder weniger ist gerade nichts dagegen. Also ich habe schon die Augen weit aufgerissen, dass man schon so weit gekommen ist, dass da braucht man fast 2000 Euro, um überhaupt das Spiel zu spielen, oder? Das ist schon sehr übertrieben, finde ich. Okay, was wir miteinander anschauen, ich will vor allem den Prozessor und die Grafikkarte anschauen. Der Arbeitsspeicher, das sind die 6, das war auch bei Advanced Warfare so. Ghosts war am Anfang so. Da hatte ich ja einiges noch dazu mal gesagt, wegen einem Update und so. Sie haben es effektiv dann so gemacht, dass der Arbeitsspeicher runtergeschraubt wurde. Ich weiß nicht mehr, auf wie viel, weil dazu mal vor 3 Jahren, 2,5 bis 3 Jahren so, war normal 4 GB RAM und ein Windows mit 32 Bit. Und das hatten sie dann geändert. Wie ich das vermutete, dazu mal. Weil man kann nicht einfach kommen mit 6 GB Arbeitsspeicher, wenn man das ja vor 3 Jahren nicht kannte und alle haben 4 GB RAM, oder? Das Spiel wird nicht verkauft so. Oder? Und die wollen nur eins, das Spiel verkaufen. Wer will das schon nicht? Okay, die Anleitung hier drin, finde ich, ist mir gut gelungen. Diejenigen, die das noch nicht gemacht haben, außer natürlich, ihr habt Advanced Warfare und das andere gespielt, Ghost, und alles war super gut gegangen. Wenn ihr denkt, ja, ich weiß nicht so recht, schaut euch das an. Schöne Anleitung und dann wisst ihr auch, dass ihr nicht knapp durchkommt, sondern dass ihr effektiv also ein PC, der Stoff hat, also die Leistung. Wir fangen mal an mit dem Prozessor. Das ist ein Zweikernprozessor von Intel. Er hat auch zwei virtuelle Kerne, das bedeutet Hyper-Threading. Also dieser Zweikernprozessor gaukelt der Betriebssystem und auch andere Programme, die auf das optimiert sind, auf die virtuelle Kerne, nochmals zwei Kernen vor. Wenn eine Anwendung wie Spiele oder eine Anwendung Programme auf das optimiert ist, dann kann es bis zu 30% mehr Leistung bringen. Also die virtuelle Kerne. Also es gibt die echte Kerne und die virtuelle Kerne. Damit ihr seht, was ich meine, mehr oder weniger, ich habe einen 4-Kern-CPU. Aber ihr seht hier, wegen den Threads, habe ich 8. Aber ich habe für 4, 1, 2, 3, 4 Kerne und ich habe 4 virtuelle Kerne. Das sieht dann so aus. Es wird dem Betriebssystem vorgegaukelt, das wäre ein 8-Kern-Prozessor. Aber es ist es nicht. Okay, also genau wissen müsst ihr das nicht, einfach, dass ihr ein bisschen eine Ahnung habt.
Dann die AMD ist leider immer schlechter im Spiel, auch viele Anwendungen hinter Intel, das ist einfach so, leider. Das ist ein effektiver Vierkernprozessor, keine virtuellen, bla bla bla, und läuft auf 2,6 GHz. Wir sehen mal die Liste an, hier sind sie nicht drin. Es sind etwa 5-jährige Prozessoren. Und ich würde mal sagen, die sind so in dem Bereich drin. Würde ich jetzt mal schätzen. Weil der taktet hier oben auf 3,3 mit Boost, also 2,8. Der hat schon 4 Kerne, der andere hat nur 2. Also ich schätze in dem Bereich drin, in diesen 3. Wir gehen mal auf die FX4300. Ich nehme an auch, dass es etwas stärkere CPU ist, also Prozessor. Und wir schauen uns da mal an, was wir hier für einen zur Vergleich ziehen könnten. Also diesen hier nicht, sondern den hier auch nicht, sondern den hier, weil das ist ein Vierkernprozessor mit also 8 Thread, am einfachsten gesagt, wie meiner, oder? 4 Kerne und 4 zusätzliche virtuelle Kerne. Wir nehmen diesen hier, oder sagen wir nehmen diesen hier. Weil das ist der neue und der ist zum Übertakten. Diejenigen, die nicht übertakten, lass es einfach bleiben. Hier unten ist auch wieder einer. Die neueren Produkte sind natürlich ein bisschen schneller, obwohl diesen 71.8 und der andere hier 71.7, das ist ja sozusagen nichts. Sagen wir mal 72 und der hat 42, das sind 30 Bilder pro Sekunde mehr. In Prozent macht das wie viel aus? 69% mehr Leistung. Also ihr habt sicherlich ziemlich viele von euch einen Monitor mit 60 Hertz, also 60 Bilder pro Sekunde, die dargestellt werden. Und wenn man 30 Bilder weniger oder mehr hat, ist schon das schon die Hälfte, oder? Das ist nur mal ein Beispiel. Okay, diejenigen, die ein i5 2,5 habe, so etwa, einfach ein richtiger Vierkernprozessor von der zweiten Generation, die können jetzt immer noch nach hinten liegen und sich keine Sorge machen. Ich denke, das geht noch locker für 2 Jahre, wenn nicht 3. Also ich spreche hier von Call of Duty. Es ist so, die anderen Spiele werden explodieren, glaube ich. Weil ich habe gesehen, eben wegen diesem Raumschiffspiel, das ist unglaublich, was der für Hardware säuft, oder? Wie ein Loch. Okay, ja, das wär's mal für den Prozessor. Jetzt hauen wir mal was anderes rein. Und das wäre die Grafikkarte. Hier unten nochmals zur Erinnerung. Intel GTX 470er, das werden wahrscheinlich auch 5 Jahre her sein. Die ATI hat die AMD noch nicht geschluckt, beziehungsweise AMD hat die ATI noch nicht geschluckt. Die HD 6970er. Das, was das Problem macht, ist natürlich 1 GB Grafikspeicher, das ist heutzutage nichts mehr. Kann man nicht mehr spielen. Auf Full HD und ein bisschen mit Filter und Grafikverschönerung. Also außer Counter-Strike, oder? Da braucht nichts, oder? Geschweige denn die anderen Spiele. Okay. Die 470er habe ich hier noch gefunden. Relativ neuer Test. Sie haben hier gezeigt, auf Full HD, welche Spiele auch immer, das ist einfach eine Richtlinie. Etwa 32 Bilder pro Sekunde bringt sie.
Hier die Grafikkarte AMD 6970 35, also ziemlich in der Nähe, gleichwertig kann man so schon sagen. So sieht es aus, oder? Für Full HD, normale Qualität, diese neue Spiele, wo man so hat, die kriegt also mit 35 Bilder pro Sekunde normale Qualität, da kann man nicht spielen. Man braucht ein bisschen mehr als 60, sonst ist nicht lustig. Oder sonst muss man natürlich runterfahren mit den Filtern, also Anti-Aliasing, AA und AF und was alles noch man einstellen kann. Macht keinen Spaß sonst. Jetzt ist es so, meistens oder fast immer, ich würde sagen immer, wenn man etwas Geld auf der Seite hat und man merkt, ja, ein Spiel läuft nicht gerade flüssig, dann knallt man das Geld raus für eine Grafikkarte. Natürlich muss man wegen dem Netzteil auch sehr aufpassen, weil wenn man eine Grafikkarte hat, wo nicht allzu sehr Strom verbrauchte, dann hat man nicht allzu starkes Netzteil, vor allem die Komplett-PCs und so, die haben natürlich auf Netzteile sehr gespart. Da werfen wir dann etwas später noch ein Auge drauf. Und nicht zwei, ein reicht. Also ein Teammate hat gesagt, er hat die GTX 57 Ti, er konnte Black Ops 2 ohne Probleme spielen. Also was für eine Einstellung etc. er hat, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn gefragt hatte und so weiter. Ich kann mir vorstellen, er hat nicht auf Full HD gespielt, sonst kommt er nicht auf 34, weil hier ist Full HD. Okay, was ich und nicht nur ich, auch andere empfehlen, ist natürlich das. In etwa, so eine Midrange-Karte ist meistens so gegen 200 bis 250 Euro. Und da sind wir dann mehr oder weniger hier drin und da seht ihr auch, die kommen in etwa auf 60. Oder? In etwa auf 60. Die 69er GTX ist etwas neuer, glaube etwa ein halbes Jahr so. Sie kommt von der 79er her, die hier oben, aber die ist dann gleich viel, viel teurer. Die 69er ist auch eine übertaktete Version hier drauf. Ich hatte einfach ein bisschen Bedenken zuerst, mal diese raussuchen. Also hier weiß man MSI oder EVGA. Die sind meistens recht gut. Vor allem EVGA ist etwas günstiger als MSI. Vor allem auch Asus. Die sind schon alle gute Karten etc. etc. Einfach der Preis stimmt nicht. Darum EVGA ist noch gut im Kurs seit gut 3 Jahren jetzt schon. Und das hat sich bis jetzt nicht geändert. Sie ist auch sehr leise und eine gute Übertaktung etc. Nicht nur die 69er, sondern ich hatte die GTX 87er. Ich habe jetzt eine neue, also jetzt seit etwa ein bisschen mehr als eine Woche so, habe ich mir die Balit GTX 89 Ti, wie heißt die noch weiter? 89 Ti. Super Chatstream, genau. Wahnsinnig langer Name. Okay. Das Problem, was wir jetzt haben, ist dies. Wir haben hier superclocked. Wir haben hier zwei Ausführungen. Eine mit Grafikspeicher 2 GB und der eine mit 4 GB. 2 GB, keine Zukunft. 1 GB sowieso nicht, da muss man gar nicht mehr wollen, oder? 2 GB Grafikkarten nicht kaufen, auch nicht wenn eBay nicht kaufen, ja nicht kaufen. Wenn ihr zum Beispiel eine
87er, GTX 87er für, ja, 200 Euro, höchstens 250 erwischen könnt. Warum nicht, oder? Wer das Risiko meidet, ist nicht gut. Nein, das meine ich nicht, aber derjenige, der immer wieder ein bisschen eBay oder so einkauft oder über Kollegen und so, einfach ein bisschen schauen, dass ihr nicht das Zeug überzahlt, weil die 87er hatten nur, ja, die hat auch nicht allzu viel, oder? 3 GB Speicher, die wird auch nicht allzu lange halten. Darum meine ich nicht zu viel zahlen für bis 3 GB, nicht zu viel zahlen. Hier ist es 20 Euro. Diese 20 sind sehr gut bedient, weil ich hatte mich schlau machen müssen, weil ich dachte, diese Midrange hier mal auf die eine Seite. Sie hat vielleicht, habe ich mir gedacht, etwas schwach auf der Brust für ganze 4 GB auszunutzen. Und was noch schlimmer ist, ist Speicherinterface. Das ist ein richtiger Flaschenhals. Jetzt gehen wir zu AMD. Ich führe dann später noch aus, was ich sagen will. Da ist auch meistens immer mehr oder weniger die gleichen Karten, oder? Ah, ich habe H vergessen. Die ist ziemlich bekannt auch wegen, nicht nur wegen der Übertaktung, sondern weil sie leise ist. AMD hat Probleme mit Stromverbrauch und weil sie laut ist. Also wirklich laut. Und darum ist eben Saphir oder Sapir, wie man das immer sagen will. Also ich sage Saphir. Haben wir hier eine doppelte Speicher, also nicht so großer Flaschenhals. Und da dachte ich, ja, wenn die natürlich das auch noch da verbauen, ja, wer weiß, das ist vielleicht einmal, immer wenn sie mit Speicher kommen, auch Arbeitsspeicher, oder im speziellen Grafikkarten, wo wirklich nichts wert sind, mit früher noch 2, 3, 4, nein, 5 nicht, aber bis 4 Arbeitsspeicher, wo die Grafikkarte das gar nicht brauchen kann. Die kann vielleicht noch knapp ein gebrauchen oder nur 512 Megabyte oder und lang nicht 1 GB. Also so haben sie natürlich diese Grafikkarten im speziellen PC, komplett PC verkaufen können. Je mehr Speicher, desto besser, aber das stimmt eben nicht, oder? Das Ganze muss auch, die Leistung muss auch da sein, sonst geht's ja nicht. Okay, aber das muss man auch wissen zuerst. Nun, PC, ah ja, ich hab's hier, habe ich gefunden. Und das ist hier. Ob diese vier. Wie stark profitiert die Mittelklasse, also die G60, mit der 4 GB VRAM, also Grafikspeicher und siehe da. Also hier ist noch eine gute Information. Ich weiß jetzt auch nicht, wo ich das gelesen habe. Es könnte irgendwo anders sein. Auf jeden Fall. Jetzt nochmals zurück wegen dem Speicherinterface. Nvidia sagte, also nicht zu mir, sondern das habe ich im Internet gelesen, sagte, dass bei Maxwell, das ist der Chip hier, der Prozessor, heißt so, dass er 25% mehr mit dem Speicherinterface Leistung durchbringen kann. Also besser abholen. Sonst wäre das Interface viel zu langsam. Ginge das nie im Leben. Darum war ich eben stutzig. Das heißt, ich fragte mich, wie kann das sein, oder? Wie kann man ein bisschen schwächere Leistung überhaupt so wenig Speicherinterface geben? Von 128, oder? Das ist nichts. Okay, nun, Crysis
ist noch nicht mit dem mit der Speicher von Grafikkarten. Ihr seht hier die übertaktete, die 2 und die 4 GB, die sind mehr oder weniger gleich, 33 und etwas. Aber das, was interessiert bei Watchdog, die sehr speicherintensiv für Grafikkarten, et voilà, schaut mal das an. Hier ist die mit 2 GB. Die bricht zusammen mit 28 Bilder pro Sekunde. Aber die mit 4 GB Arbeitsspeicher hat noch 41,4. Also, die geht sogar fast mit der viel stärkeren 290er mit. Das ist unglaublich. Und die hat auch ein bisschen Mühe auf der Brust. Die sollte auch ein bisschen schneller sein als die. Aber ich denke, die 3 GB, das ist die Limite. Die bräuchte mehr. Deshalb bringt der Prozessor auch nicht mehr Leistung für mehr Bilder. Da macht es natürlich die 4 GB Speicher alles aus. Und daher meine ich, diese mit 4 GB, also die 20 Euro mehr Kosten für 4 GB, lohnen sich enorm. Da habt ihr sicherlich 2, 3 Jahre wieder Ruhe. Für dieses Spiel meine ich jetzt. Call of Duty, denke ich mir mal. Leistungsaufnahme etwa 120 Watt. Bei AMD schrecklich, schrecklich, schrecklich. Leider, leider, leider. Da muss man schauen, was man will, oder? AMD unterstützen, etwa gleich viel zahlen oder die nehmen. Es kommt auch ein bisschen darauf an, kann man, ist da kommt da was oder kommt da nichts? Da muss man ein bisschen sehen, weil es ist etwas mit Lieferverzögerungen zu rechnen. Die ist einiges älter. Gut, wieder neu aufgepackt, nicht wegen älter, sondern neu aufgedonnert von der 280er auf 380er, etwas optimiert etc., aber schon lagernd und so, keine Lieferschwierigkeiten. Okay, da könnt ihr mal sehen, was wollt ihr. Weil zum Beispiel die 280er, die hat jetzt zum Beispiel wieder nur 3 GB Speicher und das ist einfach nichts. Ihr müsst sehen, wenn ihr heute kauft, müsst ihr 4 GB haben und mindestens eben diese 200 Euro bis 250 Euro ausgeben. Dann kommen wir noch hinzu. Natürlich bei AMD eben 70 Watt mehr, das merkt man wegen dem Netzteil. Und hier bei Quiet hat ein Kalkulator drin, das ist noch ziemlich gut. Da wisst ihr auch, wie viel Watt brauche ich, aber Wattanzahl ist nicht alles. Die Wattanzahl bei Billignetzteilen wie Komplett-PC meistens ist nichts drin. Ihr müsst unbedingt Netzteile haben, die ein 80 plus haben. Minimum 80 plus. Das ist so eine Zertifikation. Jetzt nehmen wir mal mein PC. Ich habe Intel, ich habe den 1150er, also Mainboard, Sockel, ich habe den i7 470K. Ja, ich habe alles belegt. Zwei Speicher an 8 GB. Ups, 16 GB Arbeitsspeicher. Einen Nvidia Bullitt, wie ich gesagt habe, GTX, etwas übertaktet, Lüfter, nehmen wir auch mal 6. Ja, er ist schon übertaktet. Rechnen. 524 Watt. Das kann man nur mehr oder weniger 1 zu 1 sehen, wenn das Netzteil super ist, oder? Mindestens eben 80 plus hat. Jetzt gibt es aber schon 80 plus Platinum. Man muss da nicht noch mehr und noch mehr zahlen. Ich finde, Gold reicht, wenn man goldige kauft.
Auch wenn man nur das 80 Plus kauft, diese Netzteile sind gut genug. Also ich bin sehr Fan von Be Quiet. Man kann auch Corsair nehmen. Ener Max ist etwas teuer. Aber Corsair sind gute Netzteile, nie Probleme. Be Quiet, nie Probleme. Die anderen Netzteile kenne ich nicht. Habe ich viel gehört, früher noch. Ich sage lieber keinen Namen, sonst speichert ihr es noch ab. Okay, nun, das ist mein PC, nicht euer. Darum, ich würde hier sicherlich 50 Watt noch oben drauf. Also wenn es hier 550, ich würde 600 nehmen hier. Diesen hier oder diesen hier sind etwa gleich teuer, 7 Euro mehr. Das ist ganz neu, oder? Dark Power Pro 11, darum auch relativ teuer. Es ist auch ein Platinum, es ist völlig unnötig, das zu kaufen. Man kann sich diese 30, 40 Euro effektiv sparen und dann hier dieses Ding zum Gemüte führen. Straight Power, absolut genügend. Powerzone kenne ich nicht. Da muss ich sagen, kenne ich nicht. Ich kann nicht sagen, würde ich nicht kaufen oder würde ich kaufen. Ich sage hier auch nichts, weil ich nichts kenne. Straight Power würde ich kaufen. Okay, ja, jetzt haben wir es so ziemlich durch. Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt mich gerne auf YouTube fragen, zum Beispiel hier, wo gibt es Diskussionen. Ich denke, ich bekomme E-Mails, oder wenn man auf Diskussionen da etwas reinschreibt. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Man kann auch über Steam mir schreiben und so weiter. Man kann auch hier mir schreiben auf dieses E-Mail. Ist nicht nur geschäftliche Anfragen, ich habe es einfach reingetan vor einiger Zeit. Hier gundalaccia@gmail.com, einfach schreiben, ungeniert, wenn ihr Frage habt. Erwartet nicht, dass ich in 10 Sekunden Retour schreibe. Einfach so. Ich schreibe hier auch alle Anfragen und betreffend kostenlose Betreibung für PC und Eigenbau. PC-Komponenten, Aufrüstung, komplett PC etc. ungeniert eine PN schicken oder an mich, Gondolaccia, sowieso schreiben. Ungeniert. Wenn ihr auch eine Zweitmeinung wollt, wie bei einem Arzt oder der Kollege sagt das und das oder ihr glaubt ihm, ja, wir hoffen es auch, oder? Und ihr wollt aber trotzdem vielleicht noch etwas anderes hören. Das heißt nicht, dass er unrichtig ist oder falsch macht oder so, sondern einfach, jeder hat seine Meinung, jeder hat seine Erfahrungen und so weiter. Und warum nicht fragen? Es kostet kein Geld. Überhaupt nichts. Dann noch etwas. Ich denke, nächstes Jahr setze ich mir ein PC zusammen. Wenn ihr jetzt schon wissen wollt, wie der PC ausschauen sollte oder wird sein, mehr oder weniger, natürlich nehme ich das Refresh-Produkt vom nächsten Jahr und nicht dieses Produkt, das jetzt rausgekommen ist, von Intel etc. Aber trotzdem kann man ja ungefähr sagen, auf was das man abgeht. Gut, man sieht natürlich auch hier die Aufstellung, das wird sich nicht extrem ändern bei mir. Das wird immer so bleiben, solange die funktionieren. Da die Grafikkarte ist jetzt eben die Super Chat Stream und ich werde wahrscheinlich immer bei Asus bleiben. Ich war früher bei Gigabyte, jetzt bin ich bei Asus angelangt. ASRock ist auch noch gut. MSI kenne ich nicht so. Aber Asus war eben, dazumal war, als ich angefangen habe, vor yeah, fast 12 Jahren. Aber eben, das war so, dass,
Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Jetzt verlängere ich noch den Clip unnötig. Nein, noch kurz. Gigabyte war im Mainstreaming drin, was ich kaufen wollte, dazumal noch bis etwa zu 6 Jahren, so mehr oder weniger, war Gigabyte einfach besser. In dem Sinn, was ich wollte, wie viel ich zahlen kann und wollte und was ich erwarte von Mainboard, was es drin haben muss, wie viel IDE, SATA-Anstecker haben muss und so weiter und so fort. Was für eine Soundkarte reicht mir das, diesen Chip, etc. etc. Bei Asus war der Fall nicht so, sondern die hatten der untere Teil, also das heißt, die billigere Varianten eher und die viel teurere Variante, auch Gigabyte hat teurere Variante gehabt, auch günstige Variante, aber Gigabyte hat mir besser gefallen dazumal. Doch jetzt hat es, also jetzt seit etwa 5 Jahren, so 6 Jahre bin ich bei Asus angelangt. Und habe meistens Asus verbaut, weil ich kenne das Produkt und ich finde es gut. Ihr könnt auch, die anderen Produkte sind auch gut. Das ist einfach für mich im BIOS drin, sieht alles anders aus und ich will nicht etwas anderes neu lernen. Heutzutage kann man ASRock kaufen, Asus, Gigabyte. Gut, Asus Gigabyte habe ich ja schon gesagt. MSI, ASRock. Was gibt es noch? Weiß gar nicht mehr. Also es sind einfach diese zwei, drei, ich habe die immer im Augen gehabt. Jetzt ist speziell für mich ist einfach Asus Board. Mainboard. Okay, das war's. Einfach schreiben, wenn ihr das sehen wollt, wie ich jetzt ein System zusammenbauen würde. Und da kann man immer noch sagen, ja, ist mir etwas zu teuer, ich will dort ein bisschen abspecken oder dort ein bisschen abspecken. Es kommt immer darauf an, was ihr haben wollt, für wie lange, wie viel Geld habt ihr, wo kann man dann nachträglich aufrüsten. Es gibt gewisse Sachen, da kann man nicht einfach irgendetwas zuerst kaufen und dann nicht mehr, oder? Da muss man schon schauen. Wenn man ein High-End-Produkt will, dann ist einfach 1500 Euro, muss man einfach springen lassen. Oder gegen, ja, sagen wir nicht gerade so viel, aber so um die 11, so 1000 bis 1100, aber da, dann habt ihr High-End. Sonst geht es vielleicht so 7, 750, so 800 Euro und dann geht die Post ab dann für viele Jahre. Okay, ich wünsche euch einen schönen und tschüss.